Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir mussten im letzten Monat den Start der Delta 1 Mercury, das Sonnenobservatorium nach 5 Monaten nach hinten verlegen, weil die Startzuverlässigkeit echt gering war. Haben jetzt demnächst den Salamander fertiggestellt. Das ist natürlich auch wieder blöd, dass ich da jetzt keinen eigenen Namen wieder für gegeben habe. So weiß ich auch nicht, was das für eine Mission ist, aber ich glaube, das ist... Ach, der Mars-Vorbeiflug, der ist Salamander, alles klar. Na gut, ja, die Fahrzeugteile haben wir ja dafür gebaut. Da ist ja auch die Zuverlässigkeit, erwartete Zuverlässigkeit, naja, sagen wir mal Medium. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein paar Prozent rausbekommen. Okay, gut, da würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Monat. Wir müssen auch Geld sparen ohne Ende, damit wir die Mondmissionen irgendwann mal fertig haben. Und China hat irgendwas mit Mars-Vorbeiflug gemacht. Japan wird Mars-Vorbeiflug in 6 Monaten starten. Mars startet, China startet Mars-Vorbeiflug nächsten Monat. China ist von 1. Mars, hat Mars-Vorbeiflug beendet. Venus Impacto beendet, 2. Also, da sind einige Meilensteine, die momentan gemacht wurden. Und damit, wir müssen hier, wenn wir die meisten Meilensteine haben, müssen wir dann natürlich auch schnell in die Fahrzeugforschung gehen. Erdende Ozeane, oh, das ist nicht schlecht. Wir haben wieder gute Missionen, wo wir sehr viele Wissenschaftspunkte kriegen können. Den Lebenserhaltungstest, den machen wir ja. Kontrollsysteme prüfen ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, bringt dann auch ordentlich Punkte hier. Auch das, wenn wir das machen, 4 Monate, kriegen wir gut Forschungspunkte, die wir jetzt brauchen. Momentan ist bei der Forschung und allem so ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt. Liegt aber einfach daran, dass momentan halt eben auch keine Missionen gestartet werden. Mehrfach beamanter Orbit. Ich glaube, ich werde hinterherhinken. Bei sämtlichen. So, Mars-Vorbeiflug Fahrzeug fertiggestellt. Der Salamander. Boni für Missionstraining steigt um 100%. Minus 100% Startzuverlässigkeit, Strafe über suboptimalen Startfenstern. Na gut, die wollen wir jetzt auch nicht nutzen, die suboptimalen. Wir wollen ein optimales nutzen. Dann gucken wir mal, wenn Training hier, da würde man 50% extra bekommen. Das wäre natürlich ganz cool. Okay, das machen wir sogar. Und dann legen wir mal ein Startdatum fest. Und... ja, dann nehmen wir das hier am besten. Da starten die Japaner das wahrscheinlich. Auch nicht weiter schlimm. So, 2. Mai. Keine Ahnung. So, aber 20% mehr Forschung, das nehmen wir mit. Das Datum wählen wir. Missionszeit bestätigen. Und zum Sonnensystem gehen. Gut, dann würde ich sagen, nächster Monat. Nicht viel. Aber jetzt haben wir einen Monat, wo sehr viel passiert. Da haben wir nämlich mehrere Starts. So, Lebenserhaltungstest, Fahrzeug fertiggestellt. Ah ne, das Fahrzeug ist nur fertiggestellt. Okay, Delta Mercury 1 hat noch keinen Start. Aber das ist sehr zuverlässig. Das ist das Gute an der Sache. Das wollen wir auch. Und Sonnenobservatorium startet die diplomatische Mission mit den Japanern, wo wir lange Zeit dran gearbeitet haben, dass die Startzuverlässigkeit sich erhöht. Und Mars-Vorbeiflug haben wir auch. Da starten wir auch die Mission. Und dann gucken wir mal, was jetzt als nächstes kommt hier eigentlich. Das sieht aus wie eine Ariane. Nee. Das ist eine Delta. Starttag Salamander. Salamander heißt. Naja, gut, okay. Das ist der. Was ist denn das nur wieder für ein Test? 2%. Inspektionsträgerrakete Mars Vorbeiflug. Meilenstein-Mission. Fortfahren. Das ist der Mars-Vorbeiflug. Könnte interessant werden. Kann man auch nicht erfolgreich sein innerhalb eines Monats, weil der Mars-Vorbeiflug natürlich, ja, sagen wir mal, also der Flug zum Mars ja wieder nicht länger dauert. So, Events während des Starts. 70%, okay, sicherer Start. Gut, das ist schon mal okay. So, damit kriegen wir hier ein paar Prozent drauf und dann kriegen wir hier auf die Oberstufe ein paar Prozent drauf. Das ist schon mal ganz okay. Und dann haben wir hier Phase 1 im August. Eintritt in den Mars-Transfer Umlaufbahn. Wir brauchen Schub als nächstes. Da müssen wir mal gucken. Und 10 und 10 ist das Endziel. Hula die Waldfee, ne? Gucken wir mal.
Minus ein Schub. Okay, diese Aufgabe beinhaltet Schubkraft, eine spezielle Ressource, wie oft benötigt wird, wenn die Nutzlast eine Änderung der Umlaufbahn einer Kurskorrektur vornimmt. Okay. Die Runden 3 beschicken 5 Energie. 4 Schub. Also müssen wir eigentlich regelmäßig diesen Schub hier reinhauen. Damit wir davon genug kriegen. Und wir brauchen jede Menge Navigation. Da brauchen wir Datenbanken für. Da kriegen wir Kommunikation mit bei. Kommunikation und Navigation. Er bringt dann wieder Datenbanken. Okay. Okay, ja, das sieht ja sehr interessant aus. Wir haben 5 Energie und anscheinend geht immer ein Schub runter. Also wir werden immer minus einen Schub haben oder so. Okay, fortfahren. Schubkraft kann wie andere Ressourcen über Befehle erzeugt werden, wird oft zu Beginn der nächsten Runde abnehmen. Plan im Voraus, nimm genug Schub mit, und damit du die Aufgabe beenden kannst. Okay. Okay. Also Schub müssen wir auf jeden Fall erzeugen. Das heißt, also wir müssen mindestens einmal kommunizieren, damit wir dann hier einmal 4 Schub erzeugen. Mal. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, 2 Datenbanken zu kriegen. Dann haben wir 4 Schub, 0 davon. Na gut, okay. Also das, ich glaube, da kriegen wir jetzt den Bonus nicht hin. Aber wir gucken mal. So, 1 Energie haben wir aufgebraucht. Signalrückgabetest, also wir können dich hören. Das ist schon mal gut. Der Piep hat funktioniert. Okay, dann haben wir jetzt eine sehr erfolgreiche Mission. Kontrollierte Verbrennung. Die sollte jetzt so viel Schub sorgen. So, auf jeden Fall Schub und 1 Navigation haben wir dafür gekriegt. Und den 1 Navigation setzen wir jetzt gleich wieder ein. Und oh, knapp, aber geht. Holen uns damit Daten und Kommunikation als zusätzliche Eingangsressource. So. Gut. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Ein Schub wird aufgebraucht. Muss man auch dran denken, dass immer ein Schub aufgebraucht wird. 3 Kommandos in 3 Runden haben wir noch. So, dann würde ich jetzt nochmal 1 Energie aufbrauchen und nochmal das mit dem Schub machen, einfach weil das geht. Und dann würde ich jetzt hier gerne 2 Datenbanken aufbrauchen, um Navigation zu erreichen. Damit wir da erstmal im sauberen Bereich sind. Wohl, nee, machen wir nochmal zurück. Wenn ich hier, dann kriege ich 2-2, ne? 2 Kommunikation. Und 2 Kommunikation kann ich für den Schub gebrauchen dort. Wir nehmen erstmal das. Kommando bestätigen. So, 1 Energie einbringen. Und der ist so gut, dass er uns jetzt einen Bonus bringt. Und zwar ein Kommunikation extra, sehr schön. Dann haben wir jedenfalls nachher genügend Kommunikation. Oh ne, hier müssen wir jetzt 1 Energie einwenden oder 1 Kommunikation mehr. Wir werden sehen. Kostet 1 Kommunikation mehr. Okay, den haben wir gerade eh geschenkt gekriegt. Das nehmen wir so an. Okay, das gleicht sich dann gerade mal aus. Das ist okay soweit. So, dann haben wir hier 2 Datenbanken eingebracht. Ja, okay. Um, glaube ich, Kommunikation und Navigation zu erzeugen. So, sehr gut. Und ein Schub wird wieder aufgebraucht. So, also, fürs Gelingen der Mission brauche ich jetzt erstmal keinen Schub direkt erzeugen. Aber wir brauchen ihn natürlich. Deswegen hauen wir den natürlich hier auch rein. Dann benutze ich jetzt 1 Navigation dafür, um 3 Navigation, 1 Kommunikation zu erzeugen. Dann hätten wir insgesamt 10 Schub und 6 Navigation. Nach der Mission natürlich 1 Schub weniger. So, Kommandos bestätigen. Aber mal hoffen, dass alle glatt gehen. Das sieht erstmal schon mal ganz gut aus. Und können wir mal gucken, was wir dann am Ende der nächsten Episode oder in der nächsten Runde noch machen, ob wir dann... Ja, Schub geht ja wieder einmal runter, also einmal Schub müssen wir dann ja noch machen, wenn wir die 10 Schub erreichen wollen, aber ob wir dann noch 10 Dings erzielen. Also wenn wir die Bonusziele sind, schon sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen, das muss man ehrlich sagen. Da, das ist schon sehr teuer. Aber wir hoffen natürlich das Beste. Und diese Mission schlägt auch sehr gut an.
Wir haben auch noch drei mehr Energie, das heißt, wenn wir keine Energie aufwenden für irgendwas, können wir alle Befehle covern, wenn es denn sein muss. So, ein Schub geht wieder runter. Das heißt, wir müssen hier jetzt so wieder einmal Schub, damit wir da die 10 erreichen. Einbringen. So, jetzt habe ich 7 Navigation. Wo erzeuge ich Navigation? Hier aus Energie erzeuge ich Navigation, aber nur zweimal. Ich bräuchte das hier. Ich bräuchte 2 Datenbanken, ohne dass ich Navigation einsetze. Das kriege ich nur durch 2 Energie. Deswegen das... naja, so und so. Könnte man das erreichen, ne? Aber dann haben wir nur 1 Energie zum Covern. No risk, no fun. Wir haben nur 1 Energie zum Covern. Und den brauchen wir gleich am Anfang, aber da können wir vielleicht mit Kommunikation was machen, dass so ein drittes Kommunikationsfeld gebraucht wird. Ich hoffe, dass es ausgeht, dass ich keine Energie investieren muss. Ich krieg nur 3-mal Schub, das reicht mir aber aus. Das reicht mir aber aus. Das ist okay, das reicht mir aus. So. Boah, gerade so ins Positive gerutscht. Das heißt, diese Mission wird erfolgreich verlaufen. Wir kriegen den Bonus. Ich hätte es ja fast nicht erreicht. Oder ich hätte es fast nicht geglaubt. Also auch diesen Fehlschlag, wenn er denn kommt, können wir covern, müssen wir aber nicht covern. Sehr gut. Wir haben die Bonusmission 50% Belohnung erreicht. Oh. Puh. Sehr gut. So, der wird uns dann in die nächste Phase wird dann natürlich dann kommen. Wir kriegen jetzt 191 Forschungspunkte für 8 Monate hinzu. Das ist schon mal ganz gut. Sehr gut. Oh. Hui. Nächste Phase, Mars-Vorbeiflug in 8 Monaten. Alles klar. So, dann haben wir noch eine Mission, die wir jetzt ausführen können, die bereit zum Starten ist, aber halt eben Zuverlässigkeitsprobleme hatte. Das ist diese Mission mit den Japanern. 2 Starts innerhalb von 1 Monat. Wir sind aber auch wahnsinnig. Gut, die Ariane 1 startet im August 1965 zu einer Mission, die wir gemeinsam mit der japanischen Raumfahrtbehörde machen. Und die Startzuverlässigkeit ist im Bereichen, wo ich sagen würde, das können wir durchaus durchführen. Wir drücken natürlich die Daumen, dass alles klappt. Und dann starten wir die Rakete jetzt. Die Ariane 1 wird ihre Zuverlässigkeit generell eher so ein bisschen... Also ich habe es eher auf schnell bauen ausgelegt gehabt. Habe dann noch versucht, ein bisschen Zuverlässigkeit hinzuzufügen. Und ich hoffe, dass einfach die Zuverlässigkeit der Rakete ausreicht. Aber der Start sieht sehr schön aus. Wir haben bis jetzt noch keine verloren beim Start, das ist schon mal ganz gut. Und wir gucken mal, es ist, also 26% ist natürlich sehr gering, aber war sehr doch noch erfolgreich. Der Booster bekommt ein paar Punkte dazu, die Ariane-Oberstufe kommt auch ein paar Punkte dazu. Das heißt, beim nächsten Start haben wir dadurch aus mehr Punkte. Dann fahren wir fort und es geht jetzt hier in den Geosatelliten. Heieieiei. Und wir brauchen eben, ja, von jeder Ressource 8 nachher am Ende. Das ist unser großes Ziel. Die Zuverlässigkeit ist natürlich, ja, mit 70% oder 71%, die er hat, recht gut. Aber hätte besser sein können. Aber wir haben mehr Energie. Wir haben 6 mehr Energie sozusagen vorrätig und können jetzt damit starten. Da will ich natürlich dann erstmal 3 Datenbanken mehr erzeugen. Das klingt erstmal schon mal ganz brauchbar. Weil aus 3 Datenbanken kann ich mir hier 2-2 machen. Und dann kann ich hier nochmal ein Kommunikation für, will ich das hier aufbrauchen? Oder will ich lieber nochmal eine Datenbank für weitere 2 Navigationen aufbrauchen? Ich denke, das sieht ganz gut aus. Kommando bestätigen, 1 Energie einwenden. Sehr gut. Geht auch, läuft auch erstmal durch. So. Das hat uns schon mal sehr viele Daten gebracht. Dann brauchen wir 2-mal Daten auf. Abschluss der Bodensteuerung. Nee, Anschluss für Bodensteuerung. Okay, Kommandoerfolg. Sehr gut, das bringt uns Navigationspunkte. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Datenbank. Unsere ganzen Datenbanken haben wir wieder aufgebraucht, die wir erstellt haben, die 3. Aber gut. So, haben aber dafür noch 2 Navigationen dazu bekommen. Haben also insgesamt quasi grundsätzlich das für die Navigation Zuständige schon mal eingeholt. So. Hier
können wir aus zwei Navigationen, haben wir noch zwei, dann haben wir da drei von. Dann kann ich hier wieder eine für zwei einwenden. Und hier kann ich... Ah, okay. Achso. Hier kann ich dann die Mission machen und dann haben wir jedenfalls auf jeden Fall schon mal hier sehr viel Kommunikation und wieder ganz wenig Daten. Aber egal, Kommando bestätigen. Drei Runden haben wir ja noch. Da sollte sich noch ein bisschen was ergeben. So, das funktioniert erstmal. Wir können nachher am Ende auch die Energie verpulvern und mit Energie nochmal Daten erstellen. Also Daten kriegen wir ja auch aus einer Energie gut raus. Immer das Gute an der Sache. So, das funktioniert auch. Super, sehr schön. Orbitale Neuausrichtung. Ping. So, guck mal, neuer Erfolg. Das ist übrigens Japan. Und, oh, hier, das wird ein Misserfolg. Okay, da müssen wir jetzt mal eine Energie aufwenden. Gucken mal, was der Einfluss ist. Wir müssten zwei Daten aufwenden. Nee, dann lieber eine Energie hinzufügen. So. Dafür haben wir sehr mitgenommen. Gut, zwei Runden haben wir noch. Heißt jetzt im Groben und Ganzen Kommunikation viermal. Und dann sind wir mit der Kommunikation durch. Und dann können wir noch zweimal Kommunikation einsetzen. Aber ich würde dann hier dreimal Kommunikation einsetzen, um Daten zu bekommen und Navigation. Und würde die Navigation nochmal in Daten eintauschen. Dann hätten wir vor der letzten Mission, bräuchten wir hier dann nochmal sechs Navigation. Das kostet uns... Kriegen wir nicht hin. Dann tauschen wir hier die Navigation nicht ein. Immer zurück. So, wir müssen darauf hoffen oder gehen, dass wir mit... Also Navigation verbrauchen dürfen wir jetzt nicht mehr. Das können wir nochmal verbrauchen. Und dann müssen wir Daten herstellen. Am besten mit einmal Energie. Und dann nochmal das herstellen. Dann brauche ich zwei davon, kriege ich mit einer Energie hin. Sechs davon, oh, das kriege ich nicht mehr hin. Nee, nicht. Darf ich so nicht. Habe ich da schon einen Fehler in der Mission drin? Daten nicht. Schafft das nicht. Kriegt die Zielbelohnung nicht. Scheiße. Haben wir einen Fehler gemacht. Habe ich ordentlich Kommunikation. Da brauchen wir wieder drei von auf. Ausrichtung Sensoren, okay. Jetzt auch viel mehr Energie, also ich kann da jetzt auch irgendwo nochmal Energie reinpulvern, ne? Um meine Daten zu holen. Also einmal kann ich Energie nutzen. Ich alles gecovert. So, dann kann ich einmal das nutzen. Hilft mir aber alles nichts, ich kriege hier die drei Punkte dann nicht mehr hin. Datenbanken kriege ich hin, aber den hätte die Navigation hier nicht eintauschen sollen für Daten. Ich glaube, das war doof. Das sind drei Schritte, da komme ich hin.
Habe ich nicht genügend hiervon. Eine Energie zu wenig aufgebraucht. Ach, wollte ich mal dann. Hätten wir Energie. Ja. Wir kriegen 787 hin. Ja. Nicht mal das. 687. Die 787 wird schon werden, aber. Wird einmal mehr Energie irgendwo verwenden sollen. Ah, schade. Schade, haben wir nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft. Na gut, wir haben es mit normal geschafft, aber nicht herausragend. Gut, schade. Na gut. Aber wir kriegen nochmal ordentlich Forschungspunkte dafür jetzt in den nächsten 6 Monaten. 8 Monate kriegen wir jetzt Forschungspunkte aus dem anderen. Und wir haben 2 Missionen, die wir jetzt sozusagen einrichten können. Eine Mission, genau. Der Lebenserhaltungstest. Startvorbereitung, die müssen wir jetzt machen. Da müssen wir das Training festlegen. Da müssen wir die Besatzung noch festlegen. Dann nehmen wir natürlich hier unseren Marcel. Hätte die nicht einstellen müssen. Also da, ich glaube, ich schmeiß die auch wieder raus. Die kosten natürlich Geld, ne? 20.000, die ich da jeden Monat ausgebe für nix. Blöd. So. Nutzt das Zuverlässigkeit, würde ich nicht gerne. Ich würde auf Forschungszuverlässigkeit gehen, damit wir mehr Forschung bekommen. Startdatum festlegen. Am September. Nochmal 5% mehr. So. Gut, das hätten wir. Den EBA kriegen wir. Besatzung, ich. Kostet mir zu viel. Was hätte ich da? Da kann ich denn einen einstellen, wenn ich einen brauche, glaube ich. Das war unnötig viel Geld ausgegeben. Das habe ich jetzt über 2 Jahre schon gemacht. Und über 2 Jahre, über 20.000, muss man sich mal überlegen, das ist 500.000 versenkt habe. Das ist bitter. Gut, aber wir gehen natürlich jetzt langsam und ruhig. Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Denn wir haben in dieser Folge 2 Missionen abgeschlossen. Oder beziehungsweise 1 Mission zur Hälfte abgeschlossen. Also nach 8 Monaten kommt da der nächste Teilschritt. Die andere Mission haben wir abgeschlossen, haben wir leichte Fehler gemacht. Und haben deswegen das Endziel leider nicht ganz erreicht. Also diesen ganzen Bonus an Forschungspunkten, den man da kriegen kann. Aber gut, so ist es nun mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.